Ich bin Intisa Elfakiri. Ich bin 14 Jahre alt und ich komme halt aus Bergheim. Also eher gesagt, war dort ich noch. Ich liebe Tanzen. Ich gehe sehr gerne tanzen. Ich bin auch in einer Tanzschule. Und ja, in meiner Freizeit lese ich auch sehr viel, aber am meisten mag ich tanzen und ja, das mache ich so meistens. Oder mit Freunden bin ich draußen auch ganz oft. Okay, also bei meiner Krankheit war das so, ich hatte das schon seit meiner Geburt. Das war eine falsche Zelle, die hat sich irgendwie falsch entwickelt und dann ist die von Jahr zu Jahr gewachsen und als ich dann in die Pubertät kam, ist die so explodiert und dann haben die das auch herausgefunden. Ich habe nämlich so immer so 10 Liter am Tag getrunken. Ich habe die ganze Zeit nur geschlafen fast, bin immer auf die Toilette gerannt, jede 15 Minuten. Dann wurden wir halt ins Krankenhaus überwiesen und dann haben die bei mir am Abend ein MRT gemacht. Und dann haben die mir das halt erzählt, dass ich einen Gehirntumor habe. Das war so ein Keimzelltumor. Und der war auch schon groß, also so groß wie ein Ei. Und der war genau da, wo die Hormone in den Körper ausgeschüttet werden. Und ja, dann wurde das halt mit Chemo und Strahlentherapie behandelt. Und jetzt ist alles weg. Ja, also ich lache sehr viel. Also ich kann noch lachen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit mit so einer Mine rumlaufe oder so. Also mein Leben geht ja normal weiter, auch wenn es diese ein paar Probleme immer gibt, aber sonst. Worum geht es in diesem Song? Das ist halt für die Kinderkrebsstiftung und da geht es halt darum, sich den Sommer zurückzuholen und ich finde das so voll schön. Also das passt auch richtig dazu. Das berührt einen so, weil du holst ja den Sommer zurück und der Sommer ist was Schönes. Deswegen, dieser Song ist toll. Siehst du dich selbst in diesem Song? Also ich kann mich mit dem Song identifizieren, weil die Textpassagen auch gut zu meiner Situation passen. Dass ich auch wieder, ich hole mir die Sonne zurück. Das war auch so, als ich aus dem Krankenhaus endlich kam, habe ich auch wieder so Sonnenlicht gesehen und alles Mögliche. Ja, da war ich wieder frei. Was gefällt dir an dem Song besonders? Also besonders gefällt mir an dem Song der Part, wo gesungen wird, ich bin stark, damit du es weißt. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Also in der Zukunft wünsche ich mir halt, dass ich das Abitur schaffe und mit einem guten Abiturzeugnis in die Welt hinausgehe.